So, jetzt laden wir unseren ersten weiblichen Gast ein. Liz Buffo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Es geht direkt los. Ja, ich freue mich. Die erste Dame bei uns im Ehrlich? Taxi. Ja, sonst nur Fußballer, Experten etc. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich auch. Wenn wir natürlich eine Dame da haben. Wir sind auf der Suche nach dem schönsten Fußballer der Welt oder Europas oder Deutschlands. Oh Gott, das Kannst ist total schwierig. Ich habe mal eine Liste gelesen von dir. Gesehen. Ja, das stimmt. Wovon stand da drauf? Wovon? Ja. Für mich ist es immer so Persönlichkeit, finde ich mal ganz interessant. Das ist nicht immer so das Äußerliche. Es ist immer so die Energie, die jemand so versprüht. Zum Beispiel? Ich finde Beispiel auch Lukas Podolski ganz toll. Der ist total witzig und charmant, weil ich treffe ihn ab und zu beim Laufen und ich finde ihn ganz nett. Wie lange bist du schon Fußballfan oder musstest du da sein? Nein, ich bin schon lange Fußballfan. Ah, oh, jetzt habe ich mein Poesiealbum vergessen. Schade. Dann was? Mein Poesiealbum. Da hat dann nämlich der Toni Schumacher mal reingeschrieben. Weil damals hat der Toni, mein Bruder, ja beim FC angefangen. Und da war ich immer als Kind, habe zugeschaut beim Training. Und da war der Litbarski, da war ich ein Riesenfan von Toni Schumacher. Deine Hobbys sind auch Horoskope, Astrologie? Ja, total. Was fasziniert dich da so? Meine Tante ist Wahrsagerin. Ich bin damit groß geworden. Und ich kann auch ein bisschen aus der Hand lesen. Kannst du aus meiner Hand was lesen? Ja, was mache ich jetzt nicht? Du musst Auto fahren. Ich will anhalten. Nein. Dein Bruder ist wieder in der Heimat? Der ist seit 3 Jahren wieder zurück in Ghana und arbeitet da für die FIFA. Gott sei Dank haben wir alle die Sprache gelernt. Fante und wir können uns mit den Leuten unterhalten, aber man merkt schon, dass wir nicht da geboren sind, weil ich bin total pünktlich. Achso, das ist da anders. Ja, man sagt ja, die Afrikaner haben die Zeit und die Europäer haben die Uhr. Das haben wir in Südafrika jetzt bei der WM auch festgestellt. Na ehrlich, das ist einfach so. Dann sei doch mal so nett, Liz. Morgen spielt ja Dortmund gegen Köln. Mhm. Eine kleine Prognose in deiner Heimatsprache. Miemde, Cologne, Ebeye, Cologne, Number One. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, du meinst. Das war ein Mischmasch. Das schneiden wir raus. Gut. Wir fahren nochmal rückwärts und machen das nochmal. Bitte. Cologne, Ebeye, Cologne, Ebeye. That's it. Und was war das? Was hat's? Köln wird gewinnen, ganz einfach. Das ist wirklich einfach. Liz, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die schöne Fahrt. Es war sehr nett. Ich fand dich auch. Ich wünsche dir alles Gute und nicht ertrinken. Grüß die Fische von uns. Mache ich, ganz genügend. Okay.